Musik und willkommen zu einem ganz wichtigen Blog-Thema, weil die Frage immer wieder kommt, zu Recht. Wie viel Geld muss ich als Beginner für eine Gitarre, respektive für eine E-Gitarre, ausgeben? Ich kann euch dazu nur meine Meinung schildern und das mache ich jetzt. Ich wollte euch einfach hier nur zeigen, okay, diese Gitarre macht relativ viel, was ich von ihr haben möchte. Also, ich habe bewusst eine Gitarre mal genommen von meinen, die nicht High-End ist, sondern, kann ich euch sagen, diese Gitarre hat 190 Euro gekostet. Ja, die habe ich im Laden gekauft für 190 Euro und ich finde, diese Gitarre ist eine gute Beginner-Gitarre. Aufgepasst, nicht High-End, eine gute Beginner-Gitarre. Wieso sage ich das? Ihr müsst euch vorstellen, hier kommen ja noch andere Investitionen hinzu. Ihr braucht einen Verstärker, ihr braucht vielleicht einen Gurt, ihr braucht ein Kabel, Plektrum, Stimmgerät, was man eben so haben möchte. Vielleicht kauft ihr euch auch die ein oder anderen Noten noch. Das heißt, da kommt relativ viel zusammen. Ja? Im Netz gehen die Meinungen auseinander. Man liest oft zwischen 150 oder 200 Euro bis 400 Euro. Ich finde, 400 Euro ist viel Geld für eine Beginnergitarre. Es liegt natürlich an euch, wie viel könnt ihr investieren, wie viel wollt ihr investieren. Ein Beispiel hier, ich habe hier für schlappe 200 Euro eine Gitarre erworben, die wirklich gut zu bespielen ist. Sie ist kein Spielzeug im Sinne von, sie klingt nicht wie eine Gitarre, sondern es ist eine ausgewachsene, waschechte E-Gitarre, mit der man sehr, sehr, sehr viel machen kann. Ja? Es kommen natürlich Themen wirklich hinzu, wollt ihr eine Gitarre mit Humbuckern, also zweispuligen Tonabnehmern, wollt ihr einspülige Single Coils, wollt ihr eine Kombination daraus, wollt ihr eine Stratocaster Bauform, die hier und hier ein Cutaway hat, möchtet ihr ein schlankes oder ein breites Griffbrett, wie viele Bünde sollen es sein? Das ist vielleicht am Anfang nicht so wichtig, weil wie oft kommt es vor, dass ein Beginner hier oben spielt, also sprich hat man 21, 22 oder 24 Bünde, ja, wie es bei Ibanez manchmal der Fall ist. So. Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, ich konnte euch durch mein Spiel einen Eindruck verleihen. Davon habt keine Angst. Das ist keine teure E-Gitarre beispielsweise, nur als Beispiel. Und man kann sehr, sehr viel damit machen. So. Bis zum nächsten Blog. Bis dann. Tschüss.